Hier haben wir ihn also, den brandneuen Nike Superfly 9 von Kylian Mbappé. Rein optisch hat sich an diesem Fußballschuh was verändert. Das ist nämlich das neue Nike Ready Pack für die anstehende Saison, also On-Field von Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé und den ganzen Nike Mercurial-Spieler. Wir wollen uns diesen Fußballschuh natürlich wie immer heute in Action On-Pitch anschauen. Hier haben wir ihn also, den brandneuen Nike Superfly 9 aus dem ersten Mainpack der neuen Fußballsaison. Und man kann auch schon am Colorway erkennen, hier hat sich ein bisschen was verändert. Zum Beispiel die Optik hier vom R-Schriftzug war ja früher immer auf der Innenseite groß angebracht. Jetzt ist es über den Fersenbereich verteilt. Nach außen kennen wir auch schon vom Blackpack. Auch da war das in diesem Format schon untergebracht. Und bei diesem Colorway kann man auch ganz gut die allgemeine Struktur von diesem Fußballschuh erkennen, mit dieser Aussparung, diesem weißen Colorway. Sieht auf jeden Fall sehr clean aus. Die Sohle auch mit zwei Komponenten wieder farblich hervorgehoben und dem Airzoom-Tag vorne. Das heißt, ein sehr cleanes Colorway und von der Optik meiner Meinung nach so ein bisschen Upgrade, weil das Air-Logo generell ein bisschen kleiner geworden ist. Auch wenn ich sagen muss, optisch vielleicht ein bisschen langweiliger, als wir es von den letzten Colorways gewöhnt sind. Den Nike Superfly 9 kennt ihr natürlich schon von diesem Kanal. Nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich immer die neuesten Fußballschuhe im Detail und vor allem auch on-pitch zeigen, weil ich finde es immer spannender, die Schuhe auch wirklich auf dem Platz zu sehen, was für eine Figur sie machen. Heute bauen wir das Ganze ein bisschen anders auf. Ich zeige euch auch so ein bisschen, was mich an diesem Fußballschuh stört. Habt ihr jetzt über ein Jahr eigentlich spielen können? Also wo sind die Problemstellen, was macht er sehr gut und was ist auch allgemein meine Meinung zu diesem Fußballschuh? Das wollen wir natürlich heute gemeinsam anschauen. Nichtsdestotrotz, was macht diesen Fußballschuh aus? Ihr kennt es hoffentlich schon aus dem Review, trotzdem für euch jetzt nochmal im Kurzen zusammengefasst, was den Nike Superfly 9 so gut macht. Der Nike Superfly zählt auch in der 9. Generation zu den beliebtesten Fußballschuhen überhaupt. Das liegt vor allem an seinem Gesamtpaket. Wir haben das sogenannte Vaporposite Plus Obermaterial. Ein sehr dünnes, flexibles Obermaterial, was nochmal weicher geworden ist im Vergleich zum Vorgängermodell. Im inneren Teil des Fußballschuhs kann man vor allem bei diesem Colorway auch erkennen, die ganze Konstruktion, denn an diesen Stellen, wo man sich nicht so viel bewegt und eher den Touch braucht, ist das Obermaterial verringert, das heißt ein direkterer Touch. An den Stellen, wo man sich viel bewegt, ist das Ganze verstärkt, das heißt auch der Lockdown bei diesem Fußballschuh extrem gut. Temporeiches Spiel mit viel Skills kann man diesen Fußballschuh sehr, sehr gut beherrschen. Außerdem natürlich, wie im Namen schon steckt, die Airzoom Sohle, das heißt, wir haben ein eingeschlossenes Luftpolster im Sohlenbereich, was einfach helfen soll, nochmal mehr Explosivität auf den Platz zu bringen. Und insgesamt macht der Fußballschuh aufgrund seines Gesamtpakets im Bereich Wendigkeit, Touch und Kontrolle eine der besten Figuren, die es aktuell auf dem Markt gibt. Natürlich wollen wir uns auch nochmal die Passform anschauen, weil das natürlich beim Nike Superfly oder bei den Fußballschuhen allgemein das Entscheidendste ist. Hier auch das neue Colorway mal On-Feed. Klar, es ist nicht das Spannendste von den Farben, aber ich muss sagen, On-Feed ist es natürlich ultra clean, vor allem mit dem großen Nike Swoosh. Aber was die Passform angeht, man kann sie jetzt auch richtig gut erkennen bei diesem weißen Colorway, deswegen nochmal im Video. Diese Verstärkung hier im Vorderfußbereich läuft hier innen. Hier ist dann auch wieder verringert und auch hier wieder verstärkt. Das heißt, der Look ist also sehr, sehr solide. Trotzdem hat man hier ein bisschen Spielraum, vor allem da, wo es nicht verstärkt ist, dass der Schuh anpassungsfähiger ist. Deshalb auch bis leicht breit die neue Generation bespielbar. Auch mit schmalen Füßen kann man ihn gut spielen. Muss ich dann darauf einstellen, dass man hier, man kann es erkennen, ein bisschen Spielraum Mittelfußbereich hat, aber der Komfort deutlich besser geworden als beim Vorgängermodell. Gefällt mir richtig gut, ist für mehr Fußtypen geeignet. Klar, dieses hautenge Mercurial-Feeling fehlt natürlich ein bisschen. Und auch hier kommen wir gleich nochmal dazu, der Knick bei der Socke kann zu Problemen führen. Gleich im Detail, aber
Sehr komfortabel der Fußball schon. Ich muss sagen, on-feed sieht der sehr, sehr stark aus. Bevor wir gleich zu den Vor- und Nachteilen von diesem Fußballschuh kommen, stellt sich noch die Frage, ist das weiterhin der Nummer 1 Fußballschuh von Nike? Denn es gibt jetzt noch einen Konkurrenten innerhalb von Nike, genauer gesagt der Nike Phantom GX, der hat auch extrem große Beliebtheit bei euch erfahren und ich kann das komplett verstehen. Ein sehr, sehr guter Fußballschuh, der wahrscheinlich für die meisten etwas spannender ist, weil er einfach neu raus ist. Nichtsdestotrotz muss man sagen, weiterhin für mich Nummer 1 der Nike Superfly, auch wenn der Phantom GX zum allerersten Mal eine echte Konkurrenz für diesen Fußballschuh darstellt und bei diesem Battle tatsächlich endlich mal ein Nike Fußballschuh, der mit dem Topmodell mithalten kann. Kommen wir zur alles entscheidenden Frage, die ich immer wieder unter den Nike Superfly Blade Tests sehe. Nike Vapor oder Nike Superfly, für welches Modell würde ich mich entscheiden? Den Nike Vapor kennt ihr natürlich auch, ist die Low-Cut-Variante vom Nike Superfly. Und die Entscheidung, für welchen Fußballschuh man sich hier entscheidet, ist nicht allzu einfach. Das liegt einfach am großen Unterschied zwischen diesen beiden Fußballschuhen. Man hat beim Nike Vapor auf jeden Fall eine komplett andere Herangehensweise. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Es ist der identische Fußballschuh zum Nike Superfly, nur in der Low-Cut-Variante. Sonst Obermaterial, Sohle, Passform und so weiter, komplett identisch zum Superfly. Man muss sich einfach nur entscheiden, High-Cut oder Low-Cut. Ich spiele den Nike Vapor lieber, weil es hier bei der Socke meiner Meinung nach so minimale Probleme gibt. Kommen wir gleich dazu. Schlussendlich sind es aber die identischen Fußballschuhe. Und wie gesagt, stellt sich nur die Frage, mit Socke oder ohne Socke. Ihr habt alles schon rausgehört, ich bin ein großer Fan vom Nike Mercurial, besonders vom Vapor. Er zählt weiterhin zu den besten Fußballschuhen, für mich sogar als der beste Fußballschuh, den es 2023 zu kaufen gibt. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier ein paar Punkte, die man beachten muss. Das heißt, wir wollen uns natürlich jetzt aber anschauen, was macht der Nike Superfly weniger gut. Starten wir mal rein mit der allgemeinen Form von diesen Fußballschuhen, vor allem hier im Vorderfußbereich, denn der ist jetzt leicht nach oben gewölbt. Vor allem im Vergleich zum Vorgängermodell ist es so ein bisschen weniger aggressiv, weniger nah am Ball und am Platz. Das heißt, hier muss man auf jeden Fall schon mal so eine kleine Änderung hinnehmen. Für mich aber kein allzu großer Nachteil und vor allem, wenn man dieses neue Modell gespielt hat und auch gewöhnt ist, macht es fast keinen Unterschied. Was die Passform angeht, kann man sagen, im Mittelfußbereich ist minimal zu viel Volumen vorhanden. Mit mittleren Füßen stört das tatsächlich nicht, nur optisch fällt es ein bisschen auf. Mit schmalen Füßen und genau wenn man dieses Nike Mercurial Feeling haben möchte, ist es ein bisschen weniger aggressiv und krass, wie man es vorher kannte. Also dieses Hautenge fehlt bei diesem Fußballschuh. Für mich kein großer Nachteil, weil man sich einfach trotzdem umso wohler im Fußballschuh fühlt. Für alle, die aber dieses Nike Mercurial Feeling so lieben, ist es tatsächlich eine minimale Umstellung. Kommen wir noch zu einem Problem, warum ich eher den Nike Vapor spiele. Das liegt an der Socke, vor allem hier an diesem Knick zum Übergang zum normalen Obermaterial. Da kann es zu Problemen kommen, vor allem reichen Blasenbildung. Da habe ich auch viele Kommentare von euch gelesen, dass sie genau bei dieser Socke Probleme hatten und auch gefragt haben, was kann ich dagegen tun. Da habt ihr beim Nike Vapor weniger Probleme, denn da gibt es keinen Sockenbereich. Bei mir ist es komischerweise bei manchen Colorways vorgekommen, dass es hier Blasenbildung gab, bei anderen eher weniger. Das heißt, wenn ich die Wahl hätte, würde ich tatsächlich eher zum Vapor greifen, einfach um dieses Problem komplett zu umgehen. Kommen wir noch zur Zoom Air Unit, also der Sohle der neuen Technologie des Nike Superfly. Steckt auch im Namen, genauer hast du gesagt, heißt der Nike Zoom Mercurial. Das heißt hier eigentlich das Hauptfeature von diesem Fußballschuh. Allerdings muss man sagen, so innovativ ist das Ganze gar nicht. Es handelt sich ja hier um ein eingeschlossenes Luftpolster im Vorderfußbereich und im Fersenbereich, was helfen soll, nochmal mehr zu beschleunigen, aggressiver zu beschleunigen und dieses leichte Feeling auf dem Platz zu haben. Tatsächlich muss ich sagen, über das ganze Jahr verteilt ist mir dieses Feature gar nicht mal so krass aufgefallen, wie man eigentlich denkt, wenn der Schuh danach benannt ist. Ist also nicht ganz so innovativ und prägend, wie es im Namen steckt. Trotzdem auf jeden Fall ein solides Tooling und die Sohle macht vor allem im Bereich Traktion eine sehr, sehr gute Figur. Auch wenn meiner Meinung nach dieses Air-Zoom-Feature gar nicht die entscheidende Komponente.
das war es auch schon wieder zum brandneuen Nike Superfly 9 aus dem neuen Nike Ready Pack. Bin sehr gespannt, zum einen euer Feedback und Fazit zur Optik und auch eure Meinung zum Nike Superfly 9 gerne in den Kommentaren da lassen. Außerdem, falls ihr euch diesen Fußballschuh sichern wollt, wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze supportet, indem ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. So bleibt ihr auf dem aktuellen Stand, unterstützt meine Arbeit enorm. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.